Wir sind auf dem Weg zu Jens Becker. Jens Becker ist leidenschaftlicher Busfahrer bei der Regionalverkehr Allgäu, bei der RVA. Und er hat Ruf Robin zu Hilfe gebeten vor einiger Zeit. Weswegen, warum und welche Erfahrungen er mit Ruf Robin gemacht hat, das wird er uns jetzt selber erzählen. Jens, kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal von Ruf Robin überhaupt gehört hast? Ja, das muss 2018 gewesen sein. Da hat unser damaliger Betriebsrat Ruf Robin Flyer, wir haben da so einen Ständer, wo er immer was reingelegt hat. Die kleine Hinweiskarte mit der Nummer vom Hilfetelefon Ruf Robin, meinst du jetzt? Genau, diese kleine Karte, genau, mit der 0800er Nummer. Und jetzt kam es ja zu der Situation, dass du eines Tages auch Ruf Robin um Hilfe gebeten hast. Oh ja. Was genau ist passiert? Was war der Auslöser? Oh ja, das war in der Wintersaison. Die Wintersaison ist bei uns immer sehr, sehr stressig. Wir haben ein sehr, sehr hohes Personenaufkommen. Die Busse sind immer gerammelt voll. Es sind 15 Meter Busse, es sind Gelenkzüge, die bis zum letzten Platz und letzten Stehplatz gefüllt sind. Ich befuhr mit meinem Bus die Talstation, wo eine Wendeplatte ist. Und diese Wendeplatte wurde von einem Fahrzeug blockiert. Ich habe kurz gewartet. In dem Bus war natürlich auch, der Bus war voll. Und alle mit Equipment und Kinder und alles Mögliche. Und die wollten natürlich auch aussteigen. Ich hupte kurz, er fuhr gerade so viel vorbei, gerade so viel vor, dass ich vorbeikam. Und ich lud erstmal meine Passagiere aus und wandte mich dann an ihn und habe dann gesagt, entschuldigen Sie bitte, hier ist absolutes Parkverbot, wir kommen mit unseren Bussen nicht durch. Und dann hat er direkt von 0 auf 100 wirklich sofort mich beleidigt, beschimpft, was mir denn eigentlich einfällt, ich soll weiter Bus fahren, ich sei ein Halbaffe und so weiter und so weiter und so weiter. Ich habe erst gedacht, ich bin im falschen Film. Ich sage, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Erzähl mal, wie hast du reagiert? Was ist in dir vorgegangen? Welche Abläufe haben sich im Inneren bei dir abgespielt? Das war erstmal Wut, weil ich versehe ja wirklich nur meinen Job. Und ich werde aufgrund meines Berufes angegriffen. Und das war auch eine Art von Hilflosigkeit, die mir als erstes in den Sinn kam. Und zu sagen, pass auf, hier komme ich jetzt so nicht weiter, ich hole die Polizei. Und habe dann sofort auch meine Fahrdienstleitung in Kenntnis gesetzt. Ich warte auf die Polizei und gucke, wer den Kurs überbrückt. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich jetzt nicht mehr. Also du warst emotional ziemlich am Boden, ja. Aber wie kam es dann dazu, dass du dir Hilfe bei Ruf Robin gesucht hast? Da habe ich mich erinnert, dass ich diese Karte da drin habe und habe überlegt, rufst du da an oder nicht? Ist das wirklich so wichtig? Ja, es war wichtig und da habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, rufst an. Du hast angerufen und ja. Wie konnte Ruf Robin dir helfen? Ja, da erstmal hatte ich jemanden sofort am Telefon und wenn man das erzählen kann und jemand Unbeteiligtes, emotional auch Unbeteiligter, sich die Sache anhört und man viele Sachen Revue passieren lässt, um auch wirklich für sich festzustellen, ich habe eigentlich nicht falsch gehandelt. Es war in Ordnung und sich da auch so ein klein bisschen Sicherheit holt und dann erstmal darüber zu reden, was passiert ist und vor allen Dingen hat dann Ruf Robin auch direkt gefragt,
überlegst du, die Polizei anzuschalten? Da sage ich, das habe ich schon getan. Haben die gesagt, super klasse, dass es auf jeden Fall direkt zur Anzeige kommt. Der ganze Vorfall wurde aufgenommen und da bin ich, also bei dem Telefonat von Ruf Robin bin ich ja erstmal wieder runtergekommen. Und da wurde sofort mit der Rechtsschutzversicherung, da wurde telefoniert, da wurde, ich hatte glaube ich 3 oder 4 Leute da am Telefon, die zurückgerufen haben oder mir eine Nummer mitgeteilt wurde, ruf doch da mal an. Und dann habe ich praktisch diese ganze Stunde damit verbracht, alles in die Wege zu bringen und es ging mir eigentlich immer besser, weil ich gemerkt habe, es geht jetzt so seinen Weg. Und ich habe Leute, ich habe Partner an meiner Seite, ich habe Leute, die mir helfen, Leute, die mir zuhören. Bin dann hochgegangen und habe dann da mal erzählt, was da war. Das hat man abgetan. Will man nicht glauben. Eigentlich sollten die Vorgesetzten eine ganz entscheidende Rolle auch in solchen Vorgängen spielen. Ne? Ja. Und das ist ja sowieso immer, das war auch bei der alten Führungsebene, Generalverdacht erstmal. Erstmal war der Busfahrer komplett schuld, dass der so reagiert hat. Und genau, und deswegen habe ich auch Ruf Robin angerufen, weil wenn ich von meinen Vorgesetzten nichts zu erwarten habe und ich habe da jemanden, den ich anrufen kann, das ist Gold wert. Das ist wirklich Gold wert. Aber ich hoffe mal, dass diese Art von Führungsriege mal ausstirbt. Bei uns ist sie ausgestorben. Es hat zu 100% gewechselt und das Klima hat sich zu 100% gedreht. Das heißt also, dass auch hier die Führungskräfte für euch als fahrende Personale, als Busfahrer eine ganz entscheidende Rolle spielen. Ja. Sie euch ja nicht unter Generalverdacht stellen sollten. Das ist ja auch eine Botschaft für Führungskräfte oder Anführungskräfte, sondern euch anhören und der Situation, dem Vorgang auch nochmal nachgehen. Jetzt haben wir auch schon viele Beschäftigte gehört, die sagen, ja, du brauchst als Busfahrer ein dickes Fell. Du brauchst als Zugbegleiter ein dickes Fell. Wir können auch hier und da mit gewissen Äußerungen umgehen. Was gibst du deinen Kollegen mit, die überlegen, soll ich Ruf Robin informieren, anrufen, soll ich mir dort Hilfe holen? Wann ist der Zeitpunkt gegeben? Also ich erstmal zum dicken Fell. Selbst die Leute, die sagen, dass sie ein dickes Fell haben, die haben irgendwann mal nicht ein dickes Fell, wenn sie Streit mit der Frau zu Hause haben, die Kinder schießen quer und setzen sich dann in den Bus, dann haben die auch kein dickes Fell mehr. Gewalt fängt dann schon an, wenn es eine persönliche Beleidigung wird. Immer dann, wenn man meint, ich komme nicht weiter, ich finde kein Ohr, auf jeden Fall Ruf Rommel, auf jeden Fall. Also die Botschaft sollte sein, meldet jeden Vorfall. Ja.